Es gibt Menschen, die ständig mit den anderen beschäftigt sind. Das sind Menschen, die nicht nach sich schauen, die nicht nach innen schauen, sondern die schauen immer auf die anderen. Das ist eine Dynamik, könnte eine Dynamik sein, kann eine Konditionierung sein. Und der Grund dafür, für ein solches Verhalten, sind erhebliche Defizite in der betroffenen Person, also in dir selbst, wenn du davon betroffen bist. Weil die Defizite für dich so groß sind und so schmerzhaft sind, schaust du nicht darauf. Das ist der Grund, warum du auf die andere schaust. Und dann erkennst du bei den anderen ein oder einige Defizite, die du selber hast. Und das kann dazu führen, dass du die andere kritisierst, dass du die andere belehren willst, dass du den anderen Vorschriften machen möchtest. Vielleicht bist du aggressiv, dann beschimpfst du sie und so weiter. Warum? Weil die andere dir deine eigenen Defizite spiegeln. Und weil das für dich so unerträglich ist, dass du total aufgeregt, wütend, aggressiv wirst, wenn du diese Defizite bei den anderen erkennst. Lass die andere anders sein. Lass die andere so sein, wie sie sind. Ist nicht deine Aufgabe. Schau nach dir und sorge dafür, dass es dir gut geht. Aufstellungen fürs Leben, wenn du Coaching brauchst, Hilfe brauchst in deinem Entwicklungsprozess, in deiner bestimmten Situation in deinem Leben, würde ich gerne mit dir zusammenarbeiten an deinen Themen mit deinem Tempo. Bis dann.